Was ich mich gefragt habe, wenn man jetzt noch mal alles so liest, was in den vergangenen Wochen und Monaten geschrieben und gesagt wurde, nur ein paar Zitate. Solms sagt über sie Quartalsirrer. Lambsdorff sagt geisteskrank über sie. Westerwelle sagt, sie sind durchgeknallt. Man muss ja ziemlich starke Nerven haben oder auch sehr leidensfähig sein, um zu sagen, ich mache dann immer noch weiter. Was sagt eigentlich Ihre Frau dazu? Ja, zunächst einmal, finde ich, sind solche Ausfälle eher ein Urteil über die, die so reden, als über den, den sie so angreifen. Sie können ja auch austeilen. Ja, das ist richtig. Wer austeilen will, muss auch einstecken können. Und mein Bündel und Päckchen an Einstecken habe ich jetzt wirklich bewiesen. Aber ich wollte in dieser Sendung die Leute nicht dadurch langweilen, dass ich jetzt andere beschimpfe. Meine Frau empfindet wie jede Frau oder im umgekehrten Fall jeder Mann, glaube ich, nach dem, was sie mir sagt, das als ähnlich bedrückend und manchmal auch quälerisch, wie das von denen beabsichtigt ist, die es machen. Sagt dann Ihre Frau, schmeiß hin? Es hat Situationen gegeben, aber bislang sind wir, da wir gemeinsam auch politisch aktiv sind, auch gemeinsam entschlossen, noch uns weiter um politische Angelegenheiten zu kümmern. Sie haben drei Töchter. Zwei Töchter mit Ihrer jetzigen Frau, die sind Anfang, Mitte 20. Wie nehmen die das denn momentan wahr? Sagen Sie, komm Papa, das musst du dir nicht geben. Stehen Sie ihnen zur Seite? Was machen die so? Die sind 22 und 24 Jahre alt, studieren beide und kriegen natürlich unter ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen mit, was die als Reflex wiedergeben auf diese zum Teil außerordentlich intensive Medienberichterstattung. Mhm. Und es wäre ganz die Kinder wären nicht normal, wenn sie nicht bedrückt wären dadurch. Sie werden angesprochen, was hat dein Alter jetzt wieder gemacht? Oder es gibt diese nonverbale Kommunikation, da sagen die nichts, aber gucken so. Mhm. Gerade wenn wieder ein Hammer in der Presse gewesen ist. Ich habe das nicht gewusst, dass es so extrem sein würde, als ich anfing mit Politik. Aber zu einem bestimmten Zeitpunkt erfährt man es eben, vor allem, wenn man das selber auch provoziert. Mhm. Also deswegen will ich hier nicht das Mimöschen spielen. Ich habe das Gefühl, manchmal leiden meine Familienangehörigen mehr darunter als ich. Von den ganzen Geschichten, die in letzter Zeit von Ihnen auch gesagt worden sind, welche würden Sie am ehesten zurücknehmen? Tja. Nichts. Wenn ich bereue nichts. Nein, das wäre Quatsch. Nein, wenn man Fehler macht und wer viel macht, macht auch häufiger Fehler, und ich habe bestimmt welche gemacht. Ich würde immer da, wo ich Menschen persönlich gekränkt habe, wo ich in der Sache was wollte, aber dann bei Menschen gekränkt habe, wo ich das dann hinterher gemerkt habe, sagen, das musste nicht sein. Mhm. Ein schroffes Urteil in der Sache, finde ich, müssen die, die anderer Meinung sind, ertragen. Und Herr Pilawa, ich vermute fast, Sie haben auf einen bestimmten Punkt abgehoben. Ich habe ja einen ganz besonders intensiven Streit gehabt um die Nahostpolitik und um die Frage, wie bewertet man die Politik von Ariel Sharon und das Urteil, das dazu Michel Friedmann abgibt. Da bin ich in der Sache vollständig weiterhin dieser Meinung. Ich halte die Politik, die Ariel Sharon macht, für friedensgefährdend. Ich halte sie für menschenverachtend. Und man muss auch als deutscher Politiker einem israelischen führenden Politiker die Meinung sagen können, so wie die das uns gegenüber auch tun. Herr Droste, wie ist das bei Ihnen angekommen? Damals. Als diese Äußerung getätigt wurde. Wie haben Sie das verfolgt? Ja, Herr Möllermann ist der Schöpflöffel des deutschen Antisemitismus. Und entsprechend sieht er halt auch aus und riecht auch braun. Das, was er sagt. Also wenn man in dem Sumpf rumstochert, ob man das jetzt von Herzen gern tut oder ob man nur rein taktisch antisemitisch sich äußert, ist dabei vollkommen ganz egal. Und es stimmt auch nicht, dass Deutschland überall Schlusslicht ist, dass es im Antisemitismus kein Schlusslicht ist. Dafür haben Sie ordentlich gesorgt. Unangenehm wird es ja dann immer, wenn jemand angegriffen wird für etwas sehr berechenbar Dummes und anschließend das macht, was man im christlichen Abendland seit 2000 Jahren eben macht, nämlich hier diesen, die Jesus-Nummer. Und meines Wissens trug Jesus Christus aber keinen Schnäuzer
Aber Sie könnten sich vielleicht mal so ablichten lassen als Jesus. Ich glaub, finden Sie das sonderlich intelligent, was Sie gerade vortragen? Finden Sie es nicht unglaublich unfair, einem, der eine andere Meinung hat, gleich ein Etikett aufzukleben? Das ist die Methode, die in Deutschland praktiziert wird. Wer sich traut, Herrn Scharon als das zu bezeichnen, was er ist, nämlich nach meiner Meinung ein Kriegsverbrecher, ist ein Antisemit. Das finde ich unglaublich. Ich habe Klaviatur gespielt. Nein. Man muss die israelische Politik kritisieren können. Ohne dass man in diese Ecke geschoben wird. Das war aber auch gar nicht der Punkt, Herr Möllemann. Ja. Doch. Nein, das Wort Antisemit fiel ja erst später, als Sie sich mit Herrn Friedmann angelegt haben. Das muss man ganz klar sagen, weil alle die deutsche Presse komplett, ob FAZ oder Rundschau oder wer auch immer, wagt sich natürlich, die israelische Politik zu kritisieren. Das ist überhaupt kein Tabuthema in Deutschland. Nur auf andere Menschen loszugehen, das ist was anderes. Und ich muss auch sagen, mich hat eben diese beginnende Lamoyanz auch gewundert. Denn wer seinen Kopf sehr weit zum Fenster rausstreckt, muss sich natürlich auch nicht wundern, wenn er mal nass wird. Nein, darum geht es auch wirklich überhaupt nicht. Ich bin wirklich nicht pingelig, was Kritik und Gegenkritik angeht. Herr Friedmann, den Sie hier verteidigen, hat öffentlich erklärt, ich zitiere ihn jetzt wörtlich, die Ermordung der Menschen beginnt mit Worten wie denen von Martin Walser und Jürgen Möllemann. Das war ich gesagt habe, das habe ich nie gesagt und an solche Intentionen nicht verfolgt. Ich finde das unglaublich. Damit macht man Meinungsfreiheit tot. Das darf man nicht. Die Debatte, die wir hier führen, wird in jedem europäischen Land wie selbstverständlich mit Offenheit ausgetragen. Ich habe als 1945 Geborener immer mich strikt geweigert gegen Rassendiskriminierung, Minderheitendiskriminierung. Mein Freund Yasser Arafat ist Semit. Wie könnte ich Antisemit sein? Also ich glaube, ich möchte auch die Diskussion, die ist jetzt schon oft auch so geführt worden. Ich glaube auch nicht, dass es in Deutschland nicht möglich ist, sich kritisch über Israel zu äußern. Das glaube ich überhaupt gar nicht. Ich möchte jetzt aber noch mal zu ein paar anderen Geschichten kommen, nämlich wirklich zu dem Buch Klartext. Warum haben Sie es geschrieben? Warum haben Sie es gerade jetzt geschrieben? Es hat, wie Ihre Eingangsfrage vorhin deutlich machte, eine sehr heftige Diskussion innerhalb der FDP und innerhalb der deutschen Innenpolitik überhaupt gegeben, auch was meine eigene Rolle angeht. Und wenn man eine solche Diskussion in ihren Verläufen nachzeichnen will, um sie verständlich zu machen, dann muss man Klartext reden, sonst versteht ja keiner, was sich wirklich entwickelt hat und warum. Und das halte ich, wenn man ein Buch macht, auch für zweckmäßig, dass man es tut, sonst ist es langweilig. Wenn man nicht die Fakten benennt, auch wenn sie unbequem sein mögen, dann ist es uninteressant, ein Buch zu schreiben. Aber es sind ja nun auch, ich habe das Buch querlesen können, nur weil ich es gestern bekommen habe, auch sehr viele Anekdoten dabei. Ja. Es geht da ja nicht um Fakten, sondern auch um Anekdoten. Na klar. Wir können ja mal so ein paar Anekdötchen aufgreifen. Herr Westerwelle, von dem ich immer gedacht habe, er sei ein Duzfreund von Ihnen, wird plötzlich als Dr. Westerwelle nur beschrieben. Haben Sie sich nicht geduzt eine Zeit lang mal? Nein, also das ist ohnehin eine Eigenheit, dass ich sehr wenig Menschen duze. Für mich ist das Du ein Freundschaftsbeweis. Dieses Rumgeduze mit jedermann mache ich nicht. Mhm. Ich möchte mich mit Leuten duzen, denen ich traue, denen ich vertraue und die mir vertrauen. Das ist in der Politik bei ganz wenigen Menschen der Fall, dass ich sie duze. Wen duzen Sie in der Politik? Einige wenige Menschen. Mhm. Kennen wir jemanden davon? Ja, selbstverständlich. Ja. Nennen Sie den? Mein Freund Wolfgang Kubicki zum Beispiel, den Fraktionsvorsitzenden im Schleswig-Holsteinischen Landtag. Mhm. Den duze ich. H.W. Steinmeier, mein Freund, den Vorsitzenden der Liberalen im Münsterland und andere, aber nicht so viele. Ich finde, die Art und Weise, die ja manche Menschen praktizieren, auf jeden zuzugehen, ihn zu duzen, da hat das Du keinen Wert.